Hallo Menschen, heute möchte ich über die Gelesenbücher in der zweiten Hälfte des Monats Oktober sprechen. Und es ging erst einmal großartig los mit The Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers. Dieses Buch gibt es bereits auf Deutsch und ich drehte eine Einzelrezension dazu, weil es mich so begeistern konnte. Ich will es für dieses Video kurz fassen. Ich glaube, dass das sowohl etwas für Science-Fiction-Fans ist, denn wir haben verschiedene Spezies und halt diese ganze Reise durchs All, durch so einen Commonwealth halt wieder, was versucht, diese Kulturen in sich zu vereinen mit logischen, natürlichen Kulturen, meiner Meinung nach. Und trotzdem konzentriert es sich dann halt viel, viel mehr auf das Miteinander und die Freundschaft, Kommunikation, Respekt, wie man miteinander in Verbindung tritt, wie man füreinander da ist. Und das hat so ein positives, warmes Gefühl in mir hinterlassen und war trotzdem halt keine einfach jetzt irgendwie nur zuckersüße Geschichte, sondern hatte viel auch von Problemen die Rede. Und das hat die Autorin für einen Debütroman, das muss man nochmal dazu sagen, so großartig verarbeitet, dass das wirklich so ein bisschen die größte Empfehlung ist, die ich euch in diesem Video mitgeben möchte. Im Gegensatz zum nächsten Buch, was ich nämlich sogar abgebrochen habe, ich möchte euch aber halt trotzdem so ein bisschen davon erzählen, auch wenn ich das jetzt natürlich nicht in meine Statistiken mit reinnehme, aber das wäre Hausfrau. Hier geht es um die Amerikanerin Anna, die mit ihrem Schweizer Mann und drei Kindern eben in einem kleinen Schweizer Dorf wohnt und sich langweilt. Deswegen dann halt auch wieder so eine Affäre hat und halt von diesem normalen, schönen Leben angeödet ist. Und ja, ich meine, was habe ich erwartet? Zugegeben, wäre derselbe Text irgendwie, also hinten drauf, mit einem Mann gestanden. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gar nicht erst dazu gegriffen. Ich hatte mir halt vielleicht fast ein bisschen erhofft, dass sie sich unterdrückt fühlt, dass der Mann vielleicht irgendwie sie emotional manipuliert oder gleich, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Sie ist einfach nur angeödet von ihrem schönen Leben. Es ist einfach nur so erste Weltprobleme und das davon brauche ich nicht mehr lesen. Also ob das nun ein Mann oder eine Frau ist, das war wirklich, wirklich nichts für mich. Es gab schon auch einige gute Momente, aber die waren sehr, sehr selten, wo sie vielleicht mal so ein bisschen die psychologischen Hintergründe von Einsamkeit und Unzufriedenheit herausarbeitet. Also die Anna geht zum Beispiel auch zur Therapeutin, aber in schlechten Momenten, die leider überwogen, liest es sich so ein bisschen wie so eine New Adult Geschichte, wo einfach nur Sexszenen aufeinander folgen. Ich möchte euch mal was vorlesen, was halt absolut keine Freude in mir ausgelöst hat. Zum Beispiel, sie fickten so heftig, dass sie danach beide nicht mehr gehen konnten. Also entweder ist es so direkt oder es hat so wunderschöne Umschreibungen wie bla bla bla, während Anna sich der rot geschwollenen Knospe seiner Erektion widmete. Ist halt einfach nicht so mein Ausdruck. Und dann zwei aufeinanderfolgende Stellen haben dann dafür gesorgt, dass ich mir dachte, nee, mir reicht's, das ist mir zu viel. Auch die möchte ich euch noch kurz mitteilen. Das eine ist einfach so, dass sie früher auch schon mal eine Affäre hatte und derjenige, also es war von, sie hatte ihren Mann nicht verlassen. Es war von Anfang an eine Affäre, auch von ihrer Seite her. Und derjenige, mit dem sie eine Affäre hat, der geht dann irgendwie, ich glaube, zurück nach Kanada oder Amerika. Und da sagt sie so, ich fühle mich so verdammt benutzt. Und ich denke mir so, warum? Also wenn du mit ihm dein Leben hättest verbringen wollen, dann hättest du das klar gemacht und es waren einfach so Gedankengänge, die ich nicht nachvollziehen konnte, aber so das Fass zum Überlaufen brachte dann folgende Szene. Ihre Affäre versucht ihr die Arbeit als Pyrologe zu beschreiben und dann sagt sie, wenden Sie sie an mir an, Ihre Wissenschaft, Herr Professor, sagte Anna und warf sich mit gespreizten Beinen aufs Bett. Und das war dann zu viel. Das ist keine Empfehlung von mir. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Danach lasse ich dann zusammen mit Fersthand und Nettie We Have Always Lived in the Castle von Shirley Jackson, was es, glaube ich, auf Deutsch nur noch gebraucht gibt. Aber das Englisch war jetzt nicht schwierig zu verstehen. Also das solltet ihr eigentlich gut hinkriegen, wenn ihr ab und zu mal was auf Englisch lest. Hier geht es um die Blackwood-Familie, von der inzwischen nur noch die 18-jährige Mary Catherine, ihre etwas ältere Schwester Constance und Onkel Julian übrig geblieben sind, der im Rollstuhl sitzt. Alle anderen wurden vor 6 Jahren bei einem Familienessen vergiftet. Und die Dorfbevölkerung meidet daraufhin eben diese Familie und stichelt sie an. Also es gibt auch so Sing-Sang-Reime und sie sind sich alle hundertprozentig sicher, dass Constance diejenige war, die alle vergiftet hat, obwohl die freigesprochen wurde, weil es halt keine Beweise gab. Das Ganze wird erzählt aus der Sicht von Mary Catherine, was eine sehr, sehr interessante Perspektive ist und vermutlich auch anders gar nicht funktionieren würde. Also wenn dann, also auktorialer Erzähler wäre hier natürlich vollkommen sinnlos, denn wir wissen gar nicht so richtig, was los ist. Man hat von Anfang an ein ungutes Gefühl und Mary Catherine wiederum lebt dann halt auch so zum Großteil in einer Art Traumwelt. Die hat noch so ein bisschen magische Vorstellungen davon, wie zwischenmenschlich es funktioniert. Also sie denkt immer so, wenn ich mir jetzt drei Safety Words ausdenke, dann kann uns nichts Schlimmes passieren oder dergleichen. Dazu gleich mal ein Zitat.
I decided that I would choose three powerful words, words of strong protection, and so long as these great words were never spoken aloud, no change would come. I wrote the first word, melody, in the apricot jam on my toast with the handle of a spoon, and then put the toast in my mouth and ate it very quickly. I was one third safe. Und so geht sie halt durchs Leben. Sie hat auch immer so obsessiv wiederkehrende Gedanken und diese magischen Gesetze, an die sie halt glaubt. Gleichzeitig gibt es auch so einen ganz, ganz geordneten Tagesablauf, also pro Woche auch. Sie sagt, an dem Tag mache ich immer das, an dem Tag machen wir das. Und das kann auch nicht gebrochen werden. Also sie kommen nicht damit zurecht, wenn sich irgendetwas in diesem sehr fragilen Gebilde ändert. Und dabei hat Mary Catherine eigentlich die mordlustigeren Gedanken. Also sie geht halt durchs Dorf und diese Dorfbevölkerung ist zugegeben auch relativ widerlich zu ihr und dann hat sie halt absolute, naja, was heißt Rachevorstellungen, aber einfach Gewaltfantasien, um euch ein Beispiel zu geben. Sie ist dann in einem Supermarkt und natürlich bedient derjenige sie, aber halt so nach dem Motto ganz schnell wieder raus. Und dann stellt sie sich eben vor, I wish you were all dead, I thought, and longed to say it out loud. Constance said, never let them see that you care. And if you pay any attention, they will only get worse. And probably it was true, but I wished they were dead. I would have liked to come into the grocery some morning and see them all, even the Alberts and the children, lying there crying with the pain and dying. I would then help myself to groceries, I thought, stepping over their bodies, taking whatever I fancied from the shelves and go home, with perhaps a kick for Mrs. Stonell while she lay there. I was never sorry when I had thoughts like this, I only wished they would come true. Und ich mochte von Anfang an diese bedrückende Atmosphäre. Man hat wirklich so ein ungutes Gefühl, dann kommen diese Aggressionen der Dorfbewohner hinzu und irgendetwas fühlt sich falsch an. Also ich schrieb schon auf Instagram, dass ich dieses Buch irgendwie viel, viel mehr liest wie so eine Gothic Novel vom Ende des 19. Jahrhunderts als ein Roman aus den 60er Jahren. Das war eine ganz, ganz tolle Stimmung und wie sie dann auch noch so abgeschieden leben und wie eigentlich durch diese Ich-Perspektive stückchenweise immer mehr erfahren und uns schon Dinge denken können, aber man ist sich nie sicher und es war ja sehr, sehr atmosphärisch, hat mir gut gefallen. So eine winzige Kritik, die ich anbringen würde, bei der ich mir aber gar nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht so gewollt ist, ist der Fakt, dass sich die Dialoge hier meiner Meinung nach manchmal sehr unrealistisch anfühlten. Also die reden so oft aneinander vorbei, die gehen gar nicht aufeinander ein. Mary Catherine verhält sich halt auch viel, viel jünger. Das, also wie gesagt, es kann schon sein, dass sich das halt alles durch diese Ereignisse in der Vergangenheit ergeben hat. Aber es fühlte sich halt nicht normal an. Ich meine, gut, sie leben ja auch kein normales Leben. Es ist ein ganz seltsames Dasein, was sie da führen. Aber es fiel halt so ein bisschen auf, ist jetzt keine große Kritik, denn im Großen und Ganzen mochte ich natürlich sehr, vor allem von der Stimmung her. Dann machte ich mich an A Long Way Down von Nick Hornby. Ich war von diesem Buch positiv überrascht, muss aber auch zugeben, dass ich sehr niedrige Erwartungen hatte. Obwohl ich mir gar nicht ganz sicher bin, warum eigentlich. Also ich hatte den Film nie gesehen, ich habe auch nie direkt etwas Negatives, jetzt speziell über dieses Buch oder Nick Hornby, gehört. Und trotzdem dachte ich irgendwie immer, der Autor würde nicht für mich schreiben. Ich glaube, ich habe irgendwie immer gedacht, dass er vielleicht so zu modern, zu peppig schreibt für mich. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen der Fall. Es ist so eine moderne, lustige Erzählweise. Aber für die Geschichte funktioniert das erstaunlich gut. Es geht eigentlich um vier sehr unterschiedliche Menschen, die alle beschließen, in einer Silvesternacht von einem bestimmten Hochhaus eben zu springen und sich dann aber durch die Anwesenheit der anderen halt so ein bisschen genervt und gestört fühlen und beschließen, das halt jetzt an diesem Abend zumindest nicht zu tun. Das Ganze wird dann eben immer abwechselnd aus der Ich-Perspektive einer dieser Menschen erzählt, was natürlich für so ein bisschen einen lockeren, umgangssprachlichen Ton sorgt und dadurch wiederum wird Selbstmord auf jeden Fall nicht ins Lächerliche gezogen, aber so ein bisschen alltäglich gemacht. Also es gibt hier wirklich, ich glaube, es gibt keine Szene, die irgendwie direkt pathetisch wird. Und ich fand das eine ganz interessante Herangehensweise an so ein schweres Thema irgendwie, dass man das halt so ein bisschen locker betrachtet und gar nicht so tief, so ernst. War halt einfach mal was anderes, was ich bisher noch nicht gelesen hatte. Was ich erwähnen muss, ist, dass es einen unglaublich nervigen Charakter gab, der auch so sein soll. Also das ist quasi so ein bisschen auch das Traurige an ihr, der aber sehr, sehr auffällig war und mich immer wieder gestört hat, eigentlich, wenn er vorkam, aber das nur so am Rande. Und die Sprache hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt unbedingt mehr von Nick Hornby lesen möchte. Obwohl ich der Meinung bin, dass es halt hier gut funktioniert hat. Aber hier war ich eben auch am Thema interessiert. Und eher das hat mich durch das Buch getragen und jetzt nicht eventuell die schönen Formulierungen oder die Charaktere, sondern halt eher das Thema Selbstmord in dieser modernen Art und Weise. Und insofern schon irgendwie eine Empfehlung, auch wenn ich halt gar nicht damit gerechnet hätte. Als vorletztes las ich dann Venus siegt von Dietmar Dart. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ist ein deutscher Autor. Und hier bin ich immer noch etwas zwiegespalten. Das
soll im Kern wohl eine Utopie erzählen von der Gleichberechtigung zwischen Robotern, Menschen und künstlichen Intelligenzen auf der Venus. Wir wissen aber auch von Anfang an, dass sich das höchstwahrscheinlich in eine Dystopie verwandelt, denn es ist immer so von einer Diktatorin die Rede und den schlimmen Dingen, die sie danach tun wird und dem Abschlachten und so weiter und so fort. Und das Ganze wird aus der Sicht des Sohnes eines der engsten Vertrauten dieser Diktatorin erzählt. Und es ist schon so ein bisschen schwere Lektüre. Also ich hatte anfangs das Gefühl, es wird sehr intelligent erzählt. Wir haben auch viel so Technobubble und eben politische Überlegungen. Aber je länger ich las, desto stärker musste ich mich fragen, ist das gerade wirklich intelligent erzählt oder ist da eigentlich nur ganz viel Geschwurbel, was verhindern soll, dass man so gewisse Unlogischkeiten bemerkt? Also ich fand es dann doch nicht mehr ganz so wissenschaftlich. Ich hatte das Gefühl, manchmal eher. Er lädt es so mit ganz vielen schweren Themen auf, ohne dass man da wirklich was herauskriegt. Dazu kommt noch, dass mir so teilweise manchmal ein paar Verbindungen gefehlt haben, also die einfach auch nicht drin stehen, wo ich ja, also die Ursache-Wirkung nicht so ganz mitgekriegt habe. Also Beispiel aus dem Kontext gerissen, was euch jetzt nicht so viel nützt vielleicht, aber unser Protagonist wird einmal gefoltert. Und ich habe eigentlich nicht wirklich erkannt, warum eigentlich, beziehungsweise wie die Folterer da eigentlich so drauf kamen. Also man kriegt natürlich dann langsam mit, was die eigentlich wollen, aber wie die überhaupt drauf kommen und was so das alles soll, da haben mir manchmal einfach so ein paar Verbindungen noch gefehlt. Und leider, was immer für mich schon ein großer Faktor in dem Buch ist, habe ich überhaupt keine Nähe zu den Personen aufbauen können. Also im ganz, ganz krassen Unterschied zum Beispiel mal zu The Long Way to a Small Angry Planet, das sind quasi richtige Kontraste, ist was hier mir halt vollkommen egal, sowohl was mit dem Ich erzähle passiert, auch so mit der Welt, da ist leider überhaupt keine Nähe aufgekommen. Das heißt, die Grundidee finde ich ja großartig, also überhaupt diese Überlegungen immer zu Robotern, künstlichen Intelligenzen und Bewusstsein und was das mit dem Menschen macht, was das für uns bedeutet und so weiter, das finde ich ganz toll. Auch so Utopien, die sich in Dystopien verwandeln, genau. Mein Ding. Es gefiel mir ebenfalls sehr gut, wie so nebenher und ganz normal eben auch nicht heterosexuelle Beziehungen erwähnt wurden, ohne dass es eine große Rolle spielt. Das war halt einfach so. Und wir haben halt auch eine interessante Welt mit verschiedenen politischen Systemen. Ne? Also alles, viele, viele Dinge, die ich loben kann. Und trotzdem ist halt nicht einmal ein winziger Funke Begeisterung für mich während dieses Lesens aufgekommen. Und ein ganz schlechtes Zeichen für Bücher ist bei mir halt immer, wenn man sich eigentlich schon so die letzten 100 Seiten denkt, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr weiterzulesen. Wann ist es denn endlich zu Ende? Also, es war ja wirklich nicht schlecht in dem Sinne, aber eine Empfehlung kann ich jetzt auch nicht direkt aussprechen. Und dann kommen wir zum letzten Buch dieses Monats, nämlich Spanische Dörfer von Maria Breik. Ich hoffe, Breik ist richtig ausgesprochen. Das war ein Buch, was mir von der Autorin zur Verfügung gestellt wurde, weswegen es auch noch eine Einzelrezension geben wird. Und im Kern geht es hier um drei junge Menschen, die prinzipiell um Freiheit und Akzeptanz kämpfen, auf ganz unterschiedliche Weise. Und um euch schon mal so ein bisschen die Themen zu nennen, um es dann im Video noch genauer auszuformulieren, es geht hier um Flüchtlinge, es geht um Transgender und es geht ums Down-Syndrom, aber halt auch nicht nur. Und das fand ich so angenehm, dass es halt die Dinge, also natürlich sind es wichtige Dinge, die großen, großen Einfluss auf das Leben dieser Menschen haben. Und trotzdem gibt es halt noch viel drumherum. Und es geht jetzt irgendwie nicht nur darum, okay, ich bin Transgender und das ist alles, um was es geht, sondern da sind so viele Dinge, die mit dranhängen und Beruf, Freundschaften, wie ehrlich man ist, um was man kämpft und so weiter und so fort. Und genauere Infos gibt es dann nochmal in der Einzelrezension. Im Großen und Ganzen gefiel es mir sehr gut, auch wenn auch vielleicht hier noch so ein letzter Funken gefehlt hat, damit ich es euphorisch besprechen kann. Also sehr, sehr interessante Themen und auch wirklich gut formuliert, aber eben irgendwie noch kein richtiges neues Lieblingsbuch. Und das waren sie, die Bücher aus der zweiten Hälfte des Oktobers. Ich finde eine sehr interessante Mischung diesmal. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr mir etwas zu den Büchern zu sagen habt, ob ihr sie auch schon gelesen habt, ob ich euch jetzt Lust darauf gemacht habe oder im Gegenteil vielleicht bei Hausfrau euch jetzt dazu geraten habe, nicht dazu zu greifen. Ich freue mich über Kommentare und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.